Ja, das waren jetzt wirklich sehr arbeitsame Tage gestern und heute mit Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, aber alles am Sitzungstisch. Und heute haben wir dann ein Mittagessen mit dem Generalsekretär der NATO gehalten, auch wieder ein Arbeitsessen, also ein regelrechter Marathon in Sachen Verteidigungspolitik heute. Wenn man über Verteidigung sprechen will, muss man über Herausforderungen bzw. Bedrohungen sprechen. Man muss sich ja vor etwas verteidigen. Also braucht man zunächst einmal eine vernünftige Einschätzung und Bewertung des strategischen Umfeldes. Das haben wir im letzten Jahr getan. Also wir haben die Bedrohungen, die Herausforderungen eingeschätzt und mein Ergebnis: instabile Lage, Konflikte, transnationale Bedrohungen, Bedrohung der Sicherheitslage. Und natürlich kommt es auch zum Einsatz von Hybridtaktiken, wie wir das heute an der Grenze zu Belarus beobachten können. Das ist etwas, das man sich vor einigen Monaten noch kaum vorstellen konnte. Und im Vorwort zum strategischen Kompass habe ich etwas geschrieben. Und ich glaube, es ist ganz gut, daran zu erinnern. Ich habe nämlich geschrieben, dass die klassische Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden eigentlich nicht mehr so genau getroffen werden kann in Schwarz-Weiß, sondern es gibt jede Menge Hybrid-Situationen in der Welt, wo wir wirklich der Dynamik, der Einschüchterung, ausgesetzt sind. Und das, was wir da heute an der polnisch-belarussischen Grenze beobachten können, ist eben ein ganz typisches Beispiel dafür. Das macht wirklich deutlich, was eigentlich schon zu Papier gebracht worden war, dass wir es nämlich mit einem Hybridkrieg zu tun haben. Die Europäische Union muss robuster auftreten, schneller agieren und entschlossen reagieren auf Krisen. Wir müssen schneller Entscheidungen treffen. Wir müssen auch flexibler sein. Und wir müssen ein robusteres Mandat bekommen für unsere Missionen. Und da habe ich im Text des strategischen Kompass vorgeschlagen, dass wir eine schnelle Eingreiffähigkeit entwickeln sollten in Europa, damit wir eben ganz schnell modular Streitkräfte bis zu einer bestimmten Zahl, wir haben das mal festgelegt, auf 5000 Soldaten einsetzen können. Können Sie uns bitte erklären, warum diese schnelle Eingreiftruppe keine Doppelung der Eingreiftruppe der NATO darstellen würde? Und zweitens, wäre es denkbar, dass diese schnellen Einsatzkräfte zum Einsatz kommen, trotz der Einwände der USA? Also wenn die Nein sagen würden zu einem solchen Einsatz. Also bitte keine Haarspalterei. Also Sie haben es da wirklich auf Konfrontationen ausgelegt zwischen dem Kompass und der NATO. Nein, also ich meine, für also ich habe so ein wenig das Gefühl, jetzt nicht unbedingt nur bei Ihnen, aber ich habe so ein wenig das Gefühl, dass sich hier der Eindruck breit gemacht hat, dass wenn die Europäische Union eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen oder schaffen will, das gegen die NATO gerichtet sein müsste. Aber warum denn in Gottes Namen? Also ich verstehe das jetzt wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum das so sein sollte. Ich meine, wenn die Mitglieder stärker sind, sollte die NATO geschwächt sein? Nein, im Gegenteil. Wenn die Europäer mehr Kapazitäten, mehr Fähigkeiten haben, wenn sie bereit sind, diese Fähigkeiten auch effizienter zum Einsatz zu bringen, dann wird das doch nur unserer Partnerschaft zum Nutzen gereichen.